So, hallo zu einem neuen Video von Apple App Tester. Heute zeige ich euch das Game Pandamania. Zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, gab es es, was heißt gekauft, kostenlos, dank sei OpenFind. Da habe ich auch schon einen Test drüber gemacht. Werde ich eventuell nochmal hier verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ja, das Game habe ich kostenlos bekommen, wie gesagt, dank OpenFind, was gerade hier gezeigt wird. Und was es jetzt zu dem Zeitpunkt kostet, weiß ich nicht. Ich vermute mal dann 79 Cent wieder, aber im Moment ist noch kostenlos. Wie zum 100. Mal schon gesagt. Okay, hier sehen wir jetzt das Menü. New Game, Continue, Options und How to Play. Ich muss sagen, das Game ist richtig genial. Also mir hat es sofort gefallen, da die meisten Games bei OpenFind eigentlich total scheiße sind. Aber manchmal bringen sie auch Top-Games raus. Man hat drei Slots, die man machen kann, das heißt, wenn man zwei weitere Geschwister hat, können sie mitspielen. Viel Spaß. Also hier ist jetzt die Map. Ich bin jetzt bei Level 3. Und ja. Was muss man machen? A new enemy ist dazu. Also ein neuer Gegner ist dazu. Also ich bin hier, dieser Panda. Und ich muss mit meinem Bogen versuchen, die Schlangen, die auf mich kommen, kaputt zu machen. Ich muss treffen. Das ist anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, ist gar nicht so leicht. Oben links seht ihr mein Leben. Lucky Shot. Wenn die mich jetzt anknabbern, verliere ich logischerweise oben mein Leben. Und ja, irgendwann stürze ich ein. Wenn man jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt einige hintereinander getroffen, wie jetzt ganze Zeit, ein Combo von 4, gibt es unten rechts einen Balken, also gibt es, genau. Es gibt einen Balken unten rechts, der lädt sich auf. Also wenn ich jetzt öfters hintereinander Gegner zerstöre, also oh, ich habe heute Sprachfehler, tut mir leid. Also wenn ich öfters jetzt Gegner kaputt mache und am besten noch hintereinander, füllt sich mein Balken. Wenn ich einmal daneben treffe, geht ein Dingsen wieder runter und ja, dann bekomme ich Spezialeffekte. Im Nachhinein, später kann man auch Blitze und alles Mögliche einsetzen. Muss man nur upgraden. Irgendwie dann. Ich glaube, das liegt auch am Level dann. Ja, ich zeige euch gleich mal die Spezial-Dings. Je nachdem, bei bis fünfmal, je höher, desto besser. Jetzt macht er zum Beispiel ganz viele Pfeile. Aber die einen größeren Abstand haben. Manche Gegner halt noch mehr aus, wie dieser hier. Die einen größeren Abstand haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Balken voll habe, dann kommen da so viele Pfeile, dass da einfach, mach ich das Ganze jetzt so, dass da ganz viele Pfeile kommen und da werden wirklich alle, die hier sind, getötet. Ja. Dieses Level dauert hier irgendwie lange. Okay, der Sieg ist nah. Tot. Habe ich jetzt gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Hier stehen jetzt Genauigkeit, wie viel Leben ich habe in Prozent, beste Combo. Bullseyes, also wie oft ich hintereinander ein Combo geschafft habe, also diese Dinger hier aufgeladen habe, unten rechts, wie viele Sterne ich jetzt hier bekommen habe, sind 3 Stück von 4, also ist doch relativ gut. Hier kann man jetzt upgraden. Ich könnte diesen Feuer, das eine ist ein Eis, Blitz oder mehr Pfeile. Ich würde mal jetzt sagen, ein Blitz ist interessant. Kann ich jetzt kaufen durch die Punkte, die ich oben gesammelt habe, indem ich Gegner getötet habe. Ich habe allerdings nur 500 und die kosten alle 800. Ja, ein Standard brauche ich nicht, habe ich ja. Ich kann Turm stronger machen. Also stärker. Aber nee, es kommen ja kaum Gegner durch. So, jetzt komme ich zum nächsten Level. Und das Spiel geht so weiter. Und ich muss sagen, dieses Game macht eigentlich wahnsinnig Spaß. Also, mir hat sofort von Anfang an gefallen. Da ist mal einfach was Neues ist. Ja, es gibt zwar dieses Archer, irgendwas kostenlos, da kann man zwar aber nur gegeneinander spielen, aber hier das ist mal was ganz Neues. Also ich kenne kein anderes Game, das
dem hier jetzt ähnelt. Falls es noch gratis sein sollte, auf jeden Fall zuschlagen, aber in meinen Augen würde ich sogar dafür 79 Cent ausgeben, weil es einfach Riesenspaß macht. Manche Schlangen werden stärker und können dann auch die Pfeile aushalten. Ja, das ist das Game. Und wie gesagt, ladet euch es bzw. kauft es euch. Ist ein super Game. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Wäre super. Dann Daumen hoch. Und schaut euch, wenn ihr Lust und Zeit habt, gerne auch meine anderen Videos an. Ja, auf Wunsch kann ich für euch gerne auch Apps testen. Ist natürlich kein Ding. Und gerade Bescheid sagen per private Nachricht oder gerade auf den Kanal schreiben. Danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.